Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unreal 2. Wir sind ja noch auf Sanctuary. Haben den Auftrag mal zu rausfinden, was hier los ist, und haben gesehen, hier gibt es eine ganze Menge feindliche Aliens und scheinbar noch einen der Ingenieure, der überlebt hat. Allerdings auch wieder Scar, die uns hier ans Leder wollen. So, haben wir da noch irgendwas? Ne? Vielleicht geht der Aufzug. Hm. Das sieht besser aus. Seht ihr mal, aufhalten könnt ihr mich nicht. Ah. Oh, wir müssen Treppen laufen. Na, tolle Wurst. Aber da unten gibt es zumindest Zeug zum Auffrischen. Netterweise. Danke sehr. Oh ja, das hat sich echt gelohnt. Also, alles ruhig, stimmt's? Uff, hab mir wohl unnötig Sorgen gemacht. Ja, das stimmt. Das passt schon. Du kannst da mal weg. Na komm. Noch jemand? Wo ist denn das für? Immerhin hübsche Pflanzen. Und Muni. So, das Wasser sieht ein bisschen besser aus, aber da scheint auch nichts drin zu sein, was sich jetzt hier irgendwie lohnt. Lassen wir mal, nehmen wir da hinten hier das. Oh, guck mal, eine Hand. Noch mehr Muni mit. Ich dachte, die ersten Health Pack, aber nein. Ist es in dem Falle nicht. Gerade schon, warum kann ich es nicht mehr laufen, aber es war einfach nur ein Levelübergang. Okay. Der Ausgang liegt vor Ihnen. Draußen werde ich Sie verlieren. Aber sobald Sie beim Generatorgebäude sind, nehme ich wieder Kontakt auf. Bis bald, Sir. Okay. Das ist ja ganz nett. Oh, Moment, ich muss nachladen. Sieht mir vielleicht welche. Na komm. Alles klar, fröhlich sterben. Na gut, wir haben auch ein bisschen was abgekriegt hier. Dabei wollte ich doch eigentlich nur machen, ob da hinten irgendwas Schönes ist. So zum Mitnehmen. Na? Okay. Scheinbar nicht, scheinbar nicht. Ich kann wahrscheinlich nochmal zurück, genau. Dann will ich mir hier die Muni nochmal holen. Bisschen was haben wir doch verballert gerade. Ich könnte hier die Waffen. Also, ich finde das Sturmgewehr im Moment halt gerade deutlich effektiver. Von daher, ich glaube, ich bleibe dann tatsächlich auch mal dabei. Den Granatwerfer ist dann bei den Skarchi auch nichts, weil die ja wieder zu schnell sind. Dem geht es nicht mehr so gut. So. Na, hat gerade gereicht. Aber lieben. Sehr nett. Kollege, kriegen wir dich da hinten auch mal noch weg? Wahrscheinlich. Na, der hat mich schon entdeckt. Okay.
Oh ja, dann komm mal her. Also im offenen Feld sind die gar nicht mal so unproblematisch. Eben weil sie sich halt ganz gut wegrollen können und ach stimmt, genau, ich soll über tote Gegner drüber laufen, da war ja auch noch was. Sich halt dann da einigermaßen gut verteidigen können. Ist das hier schon das Gebäude? Okay, ich hätte so mit einem etwas größeren Außenareal gerechnet, aber gut. Soll mir dann eigentlich recht sein. Ist aber auch relativ akkurat. Okay, jetzt hat es sich zerlegt. Gib mir dein... Na, du hast jetzt keinen Anzug mehr oder keine Energie. Schade, schade. Aber hey, dafür gibt es jetzt hier noch mehr Waffen. Oder Munition auf jeden Fall. Das ist ja nicht verkehrt. So, ich schätze, wir können dann hier rüber. Und da hinten ist dann hoffentlich der Eingang. Durch diese Brühe möchte ich jetzt nicht unbedingt schwimmen. Das sieht mir nicht so vertrauenserweckend aus. Ich glaube, da könnte man Probleme kriegen. Ah ja, guck mal, da ist die Kamera. Okay, dann war das echt ein relativ kurzer Abschnitt. Sie haben es geschafft, Yippie! Ich bin gleich um die Ecke. Ich komme sofort raus. Wahrscheinlich wird er jetzt von so einem Viech gefressen. Muss erst den Bereich sichern. Bleib, wo du bist. Ja. Den verdammten Jungen erwischt's noch. Aber scheint sich ja sehr gefreut zu haben. Sehr begeisterungsfähig, der Typ. Natürlich. Nein. Die Aufgabe ist erfüllt. Iskar zu bekämpfen gehört nicht zur Mission. Dieser Junge, der starb, damit die Iskar das Artefakt nicht kriegen. Ich zieh doch jetzt nicht einfach ab. Bringt mich runter. Niemals. Ich gehe mit oder ohne. Verdammt. Gehen Sie zum Kontrollraum und stellen Sie den Generator ab. Seien Sie froh, wenn die Sie abmurksen. Sonst tue ich's nämlich. Oh, ich sehe gerade, das hat ordentlich wehgetan. Aber hey, jetzt gibt es hier wieder Leben. Ich weiß gar nicht, füllen jedes Mal voll auf? Und die Frage ist, wo... Da geht es eventuell weiter. Jupp, das sieht schon mal ganz gut. Ja, ich glaube, es ist auch relativ linear, das Spiel hier. Noch mehr Leichen. Dann mal ab nach oben. Was hat denn hier eigentlich so getropft? Hallo. Ah, nachladen. Moment. So, das macht sich doch sehr gut bezahlt hier, die Sekundärfeuer. Der hatte kein Sekundärfeuer, wie man sieht. Den hat es ein wenig zerrupft.
macht ihr denn da? Können wir erstmal auch nicht rein? Dann schätze ich mal, müssen wir hier nochmal runter. Tja, der Vorteil ist, du kannst hier nicht ausweichen, Kollege. So, das war doch ein etwas heftiger Kloß im Hals, meine Güte. Aber besser. Dich haben wir auch noch hier. Und wir haben ein neues Ziel. Ah, kein Ziel. Alarmschaltung außer Kraft setzen. Alles klar. Gut, dass das hier direkt geht. Dann gern nochmal auffrischen. Danke, danke. Ach, und hier der Nummer 2. Okidoki. Alles klar, können wir da so irgendwas machen? Okay. Vielleicht zerlegt es dich ja. Oh. Okay. War das mit den... Ah, ich glaube, das war auch irgendein Bug. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, da habe ich auch irgendwas gesehen von wegen Hotfix, der das eventuell behebt, dass jetzt halt keine Ziele mehr angezeigt werden. Werde ich dann auch bei Gelegenheit mal installieren, hoffe ich. Ich hatte doch auch hier keine eingeladen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wird das weiterkommen? Hi. Dass diese Waffe, also die Kugeln immer noch explodieren im Nachhinein, finde ich auch mal so ein bisschen irritierend. So, nun kann ich jetzt hier irgendwas reißen? Oder muss ich balancieren? Sieht mir so fast nach Jump'n'Run aus. Gut, das heißt, viel speichern und hoffentlich wenig sterben. Vielleicht erstmal da drauf. Was war das jetzt? Ich will ja eigentlich nach unten. Ja, geht. Oh, hallo. Lass ich mich mal... Ja. Runterfallen. Das hat erstaunlicherweise noch funktioniert. Es war ein bisschen Schaden genommen. Aber... Autsch. Ja. So ging's schneller. Passt. Das Viech ist... Achso, das hat's wahrscheinlich mitgenommen, oder? Tatsächlich nicht.
Das müsste doch irgendwo hier unten sein. Ich habe das Artefakt genommen. Hi. Okay. Ich habe das Artefakt, was auch immer es sein mag. Sieht außerirdisch und ziemlich alt aus. Habt ihr Zentrale verständigt? Die sind ausgefüllt. Ein Marines-Schiff ist unterwegs, um es abzuholen. Gehen Sie zur Oberfläche und warten Sie dort. Okay. Der Kampf war jetzt ein wenig unterwältigend, aber gut. War ich wohl ein bisschen zu schnell. Mit dem Granatwerfer und so weiter und so fort. Atlantis ruft Peacekeeper. Wir holen Sie zurück, John. Was ist Aida? Da unten gibt's noch mehr Ärger. Bevor sie Fluchtgeschwindigkeit erreichten. Sie sind in einem Wald auf der anderen Planetenseite. Sie haben das Artefakt. Sie haben sich verschanzt und harren aus, bis sie kommen. Signalfeuer aufgestellt, die sie hinführen. Die Eingeborenen sollten ihnen kein Problem bereiten, aber jemand hat das Schiff abgeschossen und ist immer noch da draußen. Wollen Sie die Marines und führen Sie sie zu einer Lichtung, auf der die Atlantis landen kann. Bis später. Roger. Okay. Ja, ich guck da mal, dass ich nach der Folge das mit diesem Ziel noch irgendwie gefixt kriege. Aber gut, ich meine. Ah, die vier gibt's auch wieder. Oder? Ne, das sind andere. Ist zwar auch knuffig, aber. Ich dachte, es wären die aus Unreal 1. Ist allerdings nicht so der Fall. Gut, da sind Signalfeuer. Wenn die hier Signalfeuer hingestellt haben, warum haben sie dann nicht gleich da gewartet, bis ich gelandet bin? Hätte es alles ziemlich vereinfacht, Kinas. Aber die Viecher sind tatsächlich einigermaßen nett, wie es aussieht. Du auch? Du bist ja schon ziemlich groß. Oh, der scheint sich aber auch nicht für mich zu interessieren. Okay, eine Menge Signalfeuer, eine Menge Viecher. Dann schauen wir in der nächsten Folge mal, ob wir da ankommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.